Hi Leute, willkommen zurück zu Super Mario 64. Wir haben gerade die zweite Welt erfolgreich abgeschlossen mit dem 100 Münzenstern. Wir begeben uns jetzt gleich mal in die Eiswelt, in die dritte Welt. Oh, wir können schon die Flugmütze holen. Das ist meine. Die wird ja im Emulator anscheinend wohl nicht angezeigt. Diese untere. Oh, ich hasse die. Ich werde wahrscheinlich hier auch in der Flugwelt die roten Münzensterne auslassen, weil die wirklich zu kotzen waren für mich. Rote Münzen. So, ich kann sie jetzt mal probieren, aber mehr kann ich. Moment. So, Leute, kurze Unterbrechung, wurde kurz angerufen. Ja. So, weiter geht's. Bei Mario. Und es laggt mein Bildschirm. So, da habe ich wieder die erste verpasst. Schauen wir mal, was wir noch kriegen. Oh yeah. Ich werde mir auch für den nächsten Part überlegen, einen Freund einzuladen. Damit ich nicht immer alleine aufnehmen muss, damit auch mal ein bisschen zwei. Lass mich verkackeiern. Jetzt hab ich's mal geschafft. Und jetzt. Leute, ich hab's nicht einfach. Deshalb muss man es echt auf den ersten Mal, beim ersten Mal schaffen. Gut. Das kriege ich nochmal hin. So. Das machen wir mal anders. Ich erstmal die Münze, die Mütze haben. Die Mütze holen. Ja, komm. Gehen lassen. Hallo. Ich will ja in dem Part ja noch in die Wüstenwelt schon mal anfangen. Und im nächsten Part werden wir dann einen Freund einladen. Ich. Einen Freund einladen. So, hier habe ich das eigentlich immer beendet. Ach ja. Tschüss! Mal schauen wir jetzt, wer es sein wird. Aber jetzt gehen wir erstmal nach dem erfolgreichen Aktivierung der roten Mütze in die Eiswelt. Eine der beschissensten Welten. Ja, ein bisschen Krafttür, bla 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 bla. Der wird uns dann durch die Eiswelt begleiten und auf in die Geisterwelt. Eis- und Geisterwelt. Biberbergburg. Rutsche auf der Eis. Oh, mit dem Controller. Mit dem Controller. Das kann das werden. Das kann was werden, Leute. So, ich muss jetzt wahrscheinlich nur normal runterrutschen. Einen Testlauf machen. So. Kann hier ja ganz gemein cheaten, aber ich glaube, wenn man das Rennen macht mit dem Pinguin, kann es sein, dass er euch als Cheater beschimpft. Was macht mein Hund neben mir? Naja. Ich weiß jetzt nicht, ob man den Stern gleich so kriegt oder ob ich normal machen muss. Na, ich gehe einfach mal raus. Ich glaube, jetzt müsste der gleich aus der Tür rauskommen. Ja, da ist er. Und da ist die Pinguin-Mama, da muss man dann ein kleines Baby zu ihr bringen. Oh Gott, jeder Eiswelt ist viel zu machen. Das denke ich mir eigentlich meistens bei jeder. Oh, ich habe mein Mikro noch oben, fällt mir auf. Tut mir leid, wenn mich ein bisschen schlecht gehört hat. Weiter, wieder rein. 14. Stern. 10. So, finde das Pinguin-Baby. Oh Gott, welches war das nochmal? Meistens mache ich so, ich bringe einfach jedes Baby einmal dorthin. Kann die sich nicht beschweren. So, ein kleines Mistviech. Ein kleines Mistviech. Du. Kommst mit. Wir bringen dich zu deiner Mutter. Oh Gott.
freue mich auf die Mission. Baue deinen Schneemann. Oh, diesen Schneemann. Oh Gott, den habe ich nie geschafft. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, hier in der Map gibt es sogar zwei Babys. Zwei oder drei. Da wir jetzt schon mal an dem Erstbesten sind. Oh yeah, rückwärts rutschen. Scheiß auf Moonwalk. Mario kann rückwärts rutschen. Natürlich nur noch perfekt lenken. Alter, verzieh dich. Gib mir das Baby. Ich gehe nicht über diese Brücke, da ich schon oft genug dran gestorben bin. Warum läuft denn das Alarm? Ich verkacke an. Ich muss darüber. Ich muss da echt rüber. Gut, gehen wir dann darüber. So. Wo ist denn der zweite? Ah, da ist er. Komm, gib Gas. So, und jetzt. Ah, toll. Kann sie ein bisschen ziehen. Ich kann das Baby auch dabei runterschmeißen, aber ich habe keine Lust, dass es dann im Abgrund landet und ich es dann nochmal holen muss. Oh Gott. Komm, springen wir mich drüber. Danke. So, wir bringen erstmal das erste Baby nach unten. So, es ist das Richtige. Hey du. Es ist das Richtige. Das ist doch... Mensch Mario, du hast mein Baby gefunden. Wie kann ich... Ja, es ist das Richtige. Juhu, weil wie man schon gesehen hat, oben am Dach ist noch eins. Da oben. Auf dem Dach. Und das war anscheinend das Falsche. Ein Moment. So, wieder da. Immer schon wieder das Programm. So, weiter geht's. Hoffentlich jetzt keine Unterbrechungen mehr. Gehen wir nochmal rein. Mal schauen, wie es weitergeht. Besteige den schnellen Pinguin. Besiege den schnellen Pinguin. Oh Gott. Nicht besteigen. Ich will hier nicht mal alles besteigen. Oh, ja, und jetzt kann das passieren, wenn man die Abkürzung nimmt, die ich im letzten Paar, also vorhin genommen habe, dass da einer als Cheater beschimpft. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich sie nehmen soll oder. Oder ob ich durchfahren soll, aber ich glaube, ich fahre erstmal durch. Weil ich habe es, glaube ich, einmal geschafft, dass er mich nicht als Cheater beschimpft. Hier müsste er mich gleich überholen. Verzieh dich! Hau ab! Ich will doch keiner! Such dir Freunde! Oh Gott. Ist das Kacke? Ist das Kacke? Nein! Verzieh dich! Hau ab! Nein! 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 Oh! Ja! Ja! I'm winning! Du Loser! Haha! Ja! Ich habe es nämlich noch nie auf Anhieb geschafft. So, jetzt kriegen wir unseren nächsten Stern. Den 16. Oh yeah! Gott, wie ging aber Baul den Schneemann nochmal? Da muss ich mir dann nochmal ein Video rein anschauen. Wenn nicht, wenn es jetzt das kommt, was ich denke, finde die 8 Rundmünzen gut. Wenn wir jetzt nämlich hätte Baul einen Schneemann gehabt hätten, hätte ich dabei den 8 roten Münzenstern gemacht. Damit ich mir mal Video anschauen kann, wie das ging, weil... Oh Gott, ich habe den nie hingekriegt. Nein! Sag. Doch. Ich hätte an der Bahn da hochgehen müssen. Da. So, weil da unten ist nämlich jetzt auch gleich ein. So, so. Ich sehe nix. Jetzt sehe ich was. Da haben wir die nächste Münze. Zwei Münzen. Oh Gott. Ich weiß nicht mehr, wo alle sind. Da unten liegt noch eine. Als über Kopf runter. Ohne Rücksicht auf Verluste. Einfach runter. So. Man kommt irgendwie dann rüber. Ich hab's schon mal geschafft.
Ich weiß jetzt nicht, ob da oben eine rote Münze ist. Auf jeden Fall weiß ich, dass da hinten in der Ecke eine ist. Und da ist die nächste. Und hier, da hinten ist auch noch ein Teleporter. Vier? Oh Gott, jetzt fällt mir ein, wo noch einer ist. Oh Gott. Fünf? Den Stern mache ich jetzt noch. Sechs. Dann ist da hinten die sieben. Und ich glaube mal, da drüben ist der achte. Ich hoffe nicht. Da oben ist er auch nicht. Gott, wo ist denn der achte? Wo ist denn die achte Münze? Keine Ahnung. Oh Gott. Fängt ja, ist ja schön. Keine Ahnung, wo die letzte Münze ist. So, 7. Und Nummer 8. Da hinten ist Nummer 8, genau. So, das ist dort hinten an der Ecke. Oh Gott. Gut, jetzt müssen wir dort hoch. Hochrennen. Weil dort hinten ist dann die Münze. Da, da, da. Ich hasse solche Winter-Level in Mario. Sag bloß, ich komme da nicht hoch. Komm schon. Du tust mir weh. So. Gut, dann müssen wir über außen rum. Und es ruckelt wieder. Bildschirm wechselt sich, das müsste ich mal ausstellen. Nein! Na gut, Leute, dann verabschiede ich mich für heute. Und bin beim nächsten Mal wieder mit einem Gast dabei. Und ja, ich weiß nicht, ob wir die Schneebild dann gleich danach machen oder später. Auf jeden Fall, vielen Dank nochmal fürs Zusehen und ciao, ciao.